Yo Leute und herzlich willkommen zur Road to Knife Unboxing Episode 7. Heute gibt es 10 Kisten und zwar E-Sport Kisten. So, und hier sind noch ein paar Sachen von Gammeln dabei. So. Ich habe hier einmal, also ich habe hier, es gibt ja drei verschiedene E-Sport Kisten. Ich habe hier jetzt, sage ich mal, alle drei Kisten sind hier also vorhanden, also alle drei Modelle. Hier einmal die von der E-Sport 2013, das ist die teuerste, die kostet glaube ich 7.10 hat sie gekostet und die werden wir zum Schluss aufmachen. So, dann gibt es hier noch die anderen, die kosten glaube ich jeweils 20 Cent eine Kiste. Dann habe ich dann halt 5 und 4, damit wir halt auf 10 Kisten kommen. Verstanden? So, wir fangen an, warte mal, von der grünen haben wir 5 und fangen wir diese auch gleich an. Ich habe eigentlich keinen Plan, was da so alles drin ist in die Kisten und keinen Plan, was das halt auch wert ist. Ich weiß, die Desert Eagle Crimson Wrap ist Geld wert. Der Defense um die 300 Euro oder Dollar, keine Ahnung. Sonst, ja. Wie auch, ist nichts wert. Und gab sonst die Blood Tiger, die USPS, könnte was wert sein. Aber egal, finden wir es einfach heraus. Ich hoffe, wir ziehen halt was Nices. Ne, Deagle wäre schon sick. Und zwar war, also, die Kisten, also die E-Sport Kisten wurden sich ja von einem von euch gewünscht. Das ist der Grund, warum ich die heute aufmache. Sonst hätte ich, glaube ich, was hätte ich gemacht. Weil ich das Spectrum Knife einfach am nicesten finde und darauf predikte, dass ich das Spectrum Knife ziehe, das FN. Gleich mal nachschauen, was das kostet. Weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung. So, es ist zwar, was ist ein Purple Skin? Es sind 1 Euro in etwa oder 50. Naja, der Preis schwankt momentan gerade. Aber ist jetzt für den ersten Skin not so bad. Für die müsste ich nur hier wechseln zwischen einmal grün, einmal blau. Hier haben wir drinnen die Blue Lemonade. Das ist eigentlich das wirklich das Kind dabei, was mir so. Ja, gut, die Desert Eagle, die ist so optisch nice. Preislich ist die glaube ich nicht so teuer. Sonst wäre ja nichts dabei, was mich so interessieren würde, beziehungsweise spielen würde ich keinen einzigen Skin von da. Ja, so grün wieder. Mal die Deagle hier rein, weil eigentlich die Deagle zu bekommen ist ja gar nicht so schwer im Prinzip. Das ist ja doch ein Purple Skin. Oder die P250, warum sage ich P250? Die P2000 hätte ich auch gesehen. Die schaut einmal übelst aus. Viel zerstört. So, jetzt kommt wieder die blaue dran. Das fehlt nämlich gerade etwas. Genau. Die blaue Case. Oh, das ist nur Blue. Es geht wirklich nur Blue vorbei. Momentan habe ich keinen Luck bei den Kisten oder beim Gamblen. Und bei Gamblen, ja gut. Doch hin und wieder, aber die Kisten, da gibt gar nichts. Ich reibe, das Knife. Da war gerade die Bullet Rain. Die NPC im Ocean Form, die ist nichts wert. Condition Check FN FN? Ich guck trotzdem nochmal nach. Aber das ist normal, na gut, auch 1 Euro. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es doch so viel ist. Jetzt kommt dann wieder die Blue. Aber das muss ich dann irgendwo. Das war auf einmal mein Fenster weg, was ich halt unter der Facecam habe. Gut, das ist nothing. Next one. Jaguar habe ich jetzt gerade beim Gambling gezogen auf Breakme, also im letzten Video. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber irgendwie ist hier jetzt eine Blue, zweimal Purple. Es ist wieder Blue. Juhu. Das fuckt eigentlich richtig hart ab.
Wären wir auch schon wieder bei der vorletzten Case. Ich glaube, ich bin hier etwas zu schnell heute. Aber... Komm, gib mir jetzt die Deal. Das wäre jetzt richtig sick. Stat Defend. Hm? Das ist eine Katastrophe. Okay, jetzt fahre ich kurz zum Überlegen weiter. Was steht da drauf? So, die Kiste kostet jetzt 7 Euro zum Aufheben. Und dann wird es im Endeffekt irgend so die Max 7 wahrscheinlich. So der übelste Abfuck. Come on, Game. Hilf mir. Oder die abgesägte Schrotflinte. Da ist immerhin Purple, aber das Battle Game. Oder doch mal abgenutzt. Wahrscheinlich nichts wert. Doch, 10 Dollar? Was? 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 Jungs? Was? 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 Hä? Wieso? LOL? Ja gut, ich meine, die Kiste selber kostet ja 7 Euro. Also ist nicht viel Profit, aber ja gut. Ich dachte so, ja, ich ziehe das Skin um, keine Ahnung, 50 Cent, maximal einen Euro. Aber jetzt nicht um 10 Euro oder so. Bei 5, das wird mir dann angezeigt, ob zählt mir was. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hier wird es mir angezeigt für 5 und hier für 10. Achso. Es wurde eine verkauft und 5 Euro. 10 Euro wurde eine verkauft, das ist wahrscheinlich die billigste am Markt, die ist gerade 5 Euro wert. Also ihr billigste wird gerade 5 Euro verkauft, so. Ja gut, aber ist dennoch mehr als was ich gedacht hätte. Wenn ich hier einen Contract machen würde, was ist dann das nächste? Also sehe ich das jetzt wo? Hier. Eine AWB Boom oder eine AK-47 Redline. Glaube ich, muss ich mal einen Contract machen. Ja gut. Aber ist eine andere Sache. So, kurzen Sprachfehler. Nice. Jo, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Daumen nach oben würde mich freuen. Und auch sehr viel helfen. So. Schreibt mir in die Kommentare, welche Kisten ich beim nächsten Mal aufmachen soll. Ich habe jetzt so in Bezug auf, wie gesagt, zu den Spec von Kisten, weil ich halt aufs Sprachfehler. Keine Ahnung, was halt mit mir los ist, aber das ist immer so, wenn ich ein paar Videos vorproduziere, dann... Egal. Schreibt mir in die Kommentare, welche Kisten ich für nächstes Mal aufmachen sollen. Dann abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, oder falls ihr keine Videos von mir verpassen wollt, oder abonniert mich einfach so. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.